Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich erkläre euch Schritt für Schritt, wie wir diesen schönen Augen-Make-up-Look bzw. allgemein den Make-up-Look geschminkt haben. Und viel Spaß beim Video. Als erstes beginne ich damit, eine Lidschattenbase aufzutragen. Ich verwende dafür einen flachen Pinsel. Das geht besser, als wenn ihr zum Beispiel einen Beautyblender gleich verwendet oder das mit euren Fingern macht. Weil das wird ebenmäßiger, ist zwar etwas zeitaufwendiger, aber der Lidschatten hinterher wird sehr ebenmäßig und die Farben kommen einfach besser zur Geltung. Ich markiere euch alle Produkte, die wir benutzt haben, unten in die Infobox. Und beim Auftragen ist es wichtig, dass ihr das wirklich ziemlich zügig, sage ich jetzt mal, verteilt und nicht zu viel Produkt nehmt, dass es nicht so bröselig aussieht. Dann ganz wichtig, diese Eyebase sollte gesettet werden. Das bedeutet, mit einem hellen Puder geht man einfach drüber. Jetzt habe ich mir einen Ton gewählt, der ihrer Hautfarbe am nächsten kommt. Also wenn es um das Thema Cut Crease geht, solltet ihr immer einen Ton wählen, der so ungefähr wie eure Hautfarbe ist, um einfach schon mal eine richtige Base sozusagen vorzuzeichnen. Und wir schminken mit wärmeren Tönen. Wir haben jetzt hier die Kylie Palette verwendet. Ihr könnt auch jede andere x-beliebige Lidschattenpalette verwenden. Auf alle Fälle warme Töne bestimmen hier unseren Look. Ich trage das Ganze erst auf mit einem etwas spitzeren Pinsel und hier verblende ich es wieder in kreisenden Bewegungen mit einem fluffigen Blender Brush. Und das Ganze wiederhole ich, also dieses Auftragen sozusagen in dieser Lidfalte, verwende ich jetzt sozusagen einen zweiten Ton und erarbeite mir damit die Dunkelheit. Also erst der hellere Ton, der der Haut am nächsten kommt, jetzt so ein Mittelton und dann nehme ich auch nochmal so einen dritten Ton dazu und arbeite mir das Ganze sozusagen dann einfach dunkler. Jetzt kommen wir auch schon zur Cut Crease. Das bedeutet, ich nehme wieder einen flachen Pinsel, so wie ganz am Anfang, nehme jetzt einen Concealer und tupfe ganz leicht von Augeninnenwinkel bis, man kann das selber entscheiden, sage ich mal, wie weit man das nach hinten ziehen möchte, wirklich ganz fein und akkurat kleine drückende Bewegungen das Produkt ein. Somit wird der Lidschatten, was man drüber gibt, oder das Pigment, wir nehmen in ihrem Fall jetzt ein Pigment, wird dann einfach intensiver und man bekommt halt diesen Cut-Crease-Look. So, jetzt verwende ich einen schimmrigen, dunkleren Ton, weil wenn ihr mit einem Schimmer auf dem Lid arbeitet, also vorne in dem Hellbereich, dann nehmt unbedingt auch einen Schimmer im hinteren Bereich, um da einen Übergang reinzukriegen. Sonst kriegt ihr sehr, sehr schwer einen Übergang zwischen dieser dunklen und der hellen Farbe. Ich setze auch noch mal ein bisschen extra Glitzer, weil wir wollen es heute auffällig. Weiter geht's mit der Haut. Vorher ein bisschen Color Correcting, das heißt, ihre roten Stellen habe ich abgedeckt und die Foundation, die drüber kommt, ist einmal die Max Factor und die Estee Lauder Foundation. Und dann arbeite ich das Ganze wieder mit meinem Real Techniques Sponge in die Haut ein. Wichtig dabei, nicht den Hals vergessen, also wir wollen keine Make-up-Ränder sehen und drückende Bewegungen machen und danach muss das Ganze auch dann abgepudert werden. Wir beginnen bei ihr mit dem Laura Mercier Powder, das setze ich ihr unter die Augen als Baking. Sie ist vom Hauttyp eher großporig und hat so eine, sage ich jetzt mal, glänzendere Haut, deswegen kann man bei ihr mit viel Puder arbeiten, das variiert aber. Und ja, dann pudere ich halt einfach das Make-up ab. Dazu habe ich von MAC so ein Mineralize Powder benutzt, das nehme ich sehr gern. Und einfach um die Kontur nochmal stärker hervorzuheben bzw. das Gesicht zu schmälern, den Hoola Bronzer, ich denke mal den kennt ihr, setze ich dann auch nochmal unter die Wangenknochen. Und somit wirkt das Gesicht sozusagen geschmälert, das kann man auch nochmal im Nasenbereich machen. Den Bronzer benutze ich dann auch nochmal unter dem Auge, nachdem ich so ein bisschen dunklen Lidschatten einfach an der Wasserlinie entlang gezogen habe. Und dass das Ganze weicher wirkt und nicht nur dunkler Lidschatten ist, deswegen dann der Bronzer jetzt in dem Step mit einem weicheren Pinsel einfach nochmal ganz leicht lang gehen. Und die Kontur, dass das sozusagen mehr gesnatcht wird, also sozusagen abgekatteter, habe ich mir da nochmal ein bisschen extra Puder gesetzt. Ich benutze ein helles Banana Powder
nochmal zusätzlich, aber nicht viel, nur um die Stellen, die ich halt hervorheben möchte, nochmal ein bisschen zu highlighten. In dem Puder ist kein Glitzer enthalten. Und jetzt geht es auch schon weiter mit ihren Lippen. Wir haben uns für einen matten Lippenstift entschieden. Ich wollte gerne so einen Ombre-Look. Deswegen habe ich dann in die Mitte noch einen helleren Ton gesetzt. Ich tupfe das so drauf und bei mir selber mache ich das auch sehr, sehr oft. Und ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Das sieht echt immer richtig schön aus und geht total einfach. Und das kann man mit verschiedenen Farben machen. Kontur noch nicht genug sichtbar war, habe ich das Ganze nochmal mit einem Lip Liner verfeinert. Jetzt kommen wir zu einem wunderschönen Part, mein Lieblingspart, Highlighter. Ich benutze als allererstes einen von MAC. Der ist auf alle Fälle sehr goldig, der hat sogar so ein paar Rosé-Pigmente. Den verteile ich im Wangenknochenbereich, unter der Augenbraue, so zwischen den Augenbrauen. Das ist auch mal so eine sehr, sehr schöne Stelle, wenn man da so ein bisschen Glow hat. Und danach verwende ich auch noch einen zweiten Highlighter, und zwar den von Ofra. Dafür feuchte ich meinen Pinsel an mit einem Fix-Spray. Da kommen die Pigmente einfach noch mehr raus und der Highlighter ist so geil. Und tupfe den dann nochmal über sozusagen den ersten Highlighter, um den Effekt einfach zu verstärken. Und dadurch kommen die Wangenknochen schön raus. Und das sieht einfach richtig toll aus. Und Highlighter und Fleek, würde ich sagen. Also guckt euch unbedingt mal die Ofra Highlighter an, die sind echt der Hammer. So, das war auch schon unser fertiger Look. Ihr könnt nochmal vorher nachher sehen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Heute mal ein etwas anderes Video. Ich würde mich unten über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch die Veränderung gefallen hat. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video, meine Lieben. Macht's gut!